Einen Anlauf hatten wir ja schon mit dem Landeschiff, sind bis zum Endkampf gekommen, aber da wegen Hackerei bei den Waffen gescheitert. Wenn ich mir aber nochmal unser Schnecko-Kreuzer-Versuchung anschaue, dann sieht man da klar, beim Schnecko-Schiff hat es noch länger gedauert, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Faster Than Light. Zweitbester Versuch. Ich bin nur, als ich angekommen bin, durchgekommen. Wenn auch denkbar knapp, mit einem Höllenpunkt. Aber vorher immer vorher gescheitert. Jetzt bin ich ja gerade immerhin mit dem Lanius-Kreuzer bis zum Endkampf gekommen. Also gehen wir das Ganze wieder an. Liste, du da, umbenennen. Der 26. Durchlauf. Ja, auch wirklich der 26. Nach dem Schnecker-Durchlauf achte ich da mehr drauf. Kirkner habe ich schon als Mantis gesehen, aber die haben wir alle schon mal irgendwie bei einer anderen Rasse gesehen, die Namen. Wir haben Martin und Emma und mal gucken, wie das laufen wird. Normal, aktiviert, los geht's. Daten. Ah, keine DNA-Datenbank mehr. Gut. Ein Notfall. Und da oben ist ein Laden. So. Ah, Sackgasse. Nee, dann lassen wir den Laden auf jeden Fall. Tschüss. Notfall. Sofort hin. Größere Erfolgschance. Treibstoff geben. Werde ich machen. In Ingi-Aufklärer. Das Schiff, das das Notsignal sendet, ruft dich. Entschuldigung, aber uns ist der Treibstoff ausgegangen und wir kommen nicht aus dem Sektor. Können Sie uns vielleicht aushelfen? Wir haben 15, wir haben jetzt noch 13, wir helfen. Und der Reaktor wird gleich mal verbessert. Danke, vielleicht kann unser Techniker als Bezahlung versuchen, die Reaktorleistung ihres Schiffs zu verbessern. Können wir uns nicht fusionieren? Du mit deinen Waffen und Reaktorausbauten und dein System? Schwupps. Ich meine, Lanius können sich doch ganz gut mit Metall. Also, verschmelzen und so. Und Engi, ich sag nur, Verkeilung klappt doch auch. Muss doch irgendwie gehen, oder? Achso, Strom einsetzen? Ja. Oh, noch ein Laden. Das geht aber hier fix mit den Läden. Vielleicht steuern wir den an, mal gucken. Wobei, mit Hacking und den Waffen kommen wir gerade sehr gut zurecht. Die Sensoren melden ein großes Asteroidenfeld in der Nähe. Auf kurze Distanz könnten sie nützliches Material ausfindig machen, während sich der FTR-Antrieb auflädt. Das Asteroidenfeld erkunden, ja, volle Hölle, machen wir. Du stößt auf ein verlassenes Bergwerk. Es stehen noch einige Bergbaudrohnen herum, die du umfunktionieren könntest. Ein Drohnenteil und 15 Schrott. Super. Auf zum Notfall. Geht ja flott voran, ja. Noch ohne Kampf, da ist der erste. Du erreichst den Signalpunkt und entdeckst ein Piratenschiff. Das Notsignal scheint eine Falle zu sein, aber gut, da gibt's wohl Schrott. Zwei schwere Laser hat er. Ja, lieber auf die Waffen gehen, denn den Einerschild kriegen wir eh weg. Mit dem Ionenbetäuber, mit der Laserkanone machen wir einen Zweierschaden. Ein Mantis. Im Piratenjäger. So, hier kann ich recht spät hacken, weil... Schuss. Weiß bloß, in einer Stelle ist. Oh, nein. Hilf. Na, zum Glück habe ich ja nicht gehackt. Ey. Oh. Arschloch. Nee, das Ding ist noch nicht schussbereit. Bitte einen Schuss daneben. Oh, jetzt brennst du noch. Auch noch beim Hacken. Ah, Türen sind. Ah, kaputt. Mist, jetzt wird schon wieder brenzlig. Okay, Waffen müssen geladen werden. Jetzt schon schießen? Nein, ich warte auf den Ionenbetäuber. Feuer wird bald auf die Schilder übergehen. Oh, nee. Schwere Laser, die gleich richtig loslegen können. Das ist schön für den Gegner. Soll jetzt nicht schlafen hier. Los, vor seinem Schuss. Nein! Naja, ein Schuss geht noch. Feuer hat sich ausgebreitet.
Tür ganz. Türen auf. Falls da oben gleich auch noch Feuer ist, machen wir gleich mal komplett auf. Hacking machen wir, wenn Feuer aus ist. Beide Schüsse wieder bereit. Gleich schießen. Vielleicht können wir noch vorher schießen. Er hat bloß einmal geschossen, okay. Gut, beide Waffen weg. Jetzt hat sich das Ganze erstmal gedreht. Wie lange das dauert mit dem Feuer? Wobei, jetzt geht's schnell. Sauerstoff, weil Martin nicht mehr Mara. Die Laserkanone wird ja immer schneller. Sicher, sicher, Ionenbetäuber haben wir immer zur Verfügung. Das ist schon genug Schaden, den wir hier bekommen haben. Fünfmal Treibstoff, ein Drohnen und 8 Schrott. Nehme ich an. Sie schicken dir eine Nachricht. Ihr Schiff ist überraschend gut ausgerüstet. Nehmen Sie das hier und... Nee, bitte an und lassen Sie uns leben. Weil wir so sind, wie wir sind. Zumindest gerade mal. Strom ist wieder drin. Nips. Zu früh gedrückt. Mist. Jetzt darf Kirkner wieder von vorne anfangen zu reparieren. Und die Erfahrung gibt es erst, wenn fertig repariert. Das heißt, immer abbrechen, damit man sich da hoch erfahren könnte. Das wär's, ja. Sprung. Naja, den Laden lasse ich. Ich baue erstmal einen zweiten Schildpunkt ein. Mist, hier kann ich nicht rüber. Ich muss den Laden mitnehmen, dass er beknackt. Ah, dann nehmen wir halt mit. Kennt ihr den Nebel? Nö. Heilung für Emma beim Sprung. Dein Sprung führt dich in ein unauffälliges Doppelsternsystem. Sonst gibt es hier nichts zu sehen. Laden, wir kommen. Können wir vielleicht die Hülle reparieren. Wobei, wenn ich da an die letzte verpasste Hüllenreparatur denke, das war noch mit dem Schnecko-Schiff, wie auch mit dem Mantis-Schiff. Da haben wir einmal nicht repariert, weil es nicht zwingend notwendig war und konnten uns dann eher was Tolles leisten im Schiff. Scans zeigen an, dass eine abgelegene Siedlung von einem Piratenschiff blockiert wird. Das Schiff schickt dir schnell eine Nachricht. Halten Sie sich raus oder Sie sind das nächste Ziel. Feuer konzentrieren auf die Piraten. Keine besonderen Systeme. Sie haben es nicht anders gewollt. Das Schiff wendet sich vom Planeten ab, um dich anzugreifen. Oh, ein Ionenlader. Ja, Herz allerliebst. Wir wollen nicht noch mehr Schaden bekommen, deswegen... Eigentlich auf die Waffen. Oder Antrieb, dann ist jeder Schuss ein Treffer. Dann baller ich damit den Schild weg, aber dann muss ich auf die Waffen gehen, dann muss ich eine Runde warten. Nö, dann gehe ich damit auf das Schildsystem, Ionenbetäuber aufs Cockpit und Laserkanone auf die Waffen. Jo, so machen wir's. Doink. Wir müssen auf die Laserkanone warten. Hätte warten sollen mit dem Schuss, aber hey, ging nochmal gut. Der kleine Laserstrahl ist noch da, aber mit dem Einerschild ja kein Problem. So, beim nächsten Mal können wir wieder hacken und Waffen gibt es gerade gar keine. Tschüss, Sauerstoff. Oh, gerade noch rechtzeitig. Ohne Pause, gerade noch rechtzeitig. Und jetzt sind sie gleich tot. Wobei, ausweichen können sie noch. Vielleicht nicht mehr. Bald tot. Wir bekommen 2 Raketen in Dronta und 12 Schrott. Und als die Piraten verschwunden sind, rufst du die Siedlung. Wir sind dankbar, was sie getan haben, aber bald kommt wieder ein neues Schiff.
um von unserer Abgeschiedenheit zu profitieren. Wir können ihnen leider nicht mehr geben, aber das ist sehr viel. Zweimal Treibstoff, zwei Raketen und 10 Schrott. 50 braucht man ohne Strom, ne? Ja. Wir haben ja einmal Strom spendiert bekommen, dann machen wir mal die Klonstation aus. Hauptsache kein Höllenschaden. Sehr früh einen zweiten Schildpunkt, das ist schön. Denn angriffsstark sind wir, solange wir Drohnenteile haben. Und auch so bekommen wir halt einen Schild weg und können dann auch gut Schaden machen. Achso. Gut, wir brauchen noch 15 Schrott. Kriegen wir bestimmt nicht beim Laden. Oder haben wir irgendwas in den Frachtraum gelegt bekommen? Unauffällig? Nein. Schade. Laden. Eine Übertragung von einem Planeten in der Nähe deutet auf einen Außenposten hin, der vorbeikommenden Schiffen Vorräte anbietet. Du schickst einen Außenposten nach unten, um dir einen Eindruck zu verschaffen. Ein Crewmitglied gäbe es hier. Drohnensteuerung mit Kampfdrohne. Hüllenlaser. Zwei Schüsse, zweimal Energie. Wäre nicht verkehrt ohne Lanze. Mist! Wir sind so nett. Können wir die geschenkt bekommen? Ich spare auf jeden Fall für den nächsten Energiepunkt, deswegen gebe ich hier gar nichts aus. Hat ein tolles Angebot. Ionenschlag 2. Alle 4 Sekunden nochmal ionisieren. Wir brauchen viel mehr Schrott. 600 im Frachtraum wäre jetzt schön. In den Nebel, aber ich muss ja auch da und hier kann ich immer noch runter. Dann machen wir es so. Wir fliegen jetzt da hoch, dann so, 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 so. Oh, der klappt dann aber nicht mehr. Da, dann da, wenn da, dann da, weggefressen. Dann nehmen wir halt den mit. Da, 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 da. Da, da, da. Ein Einerschild und eine Rakete. Dieser Signalpunkt wird von einem unbemannten Aufklärer patrouilliert. Ein Kampf ist unvermeidbar. Kein Höhenschaden bekommen, ab auf die Waffen. Ich brauche bloß ein Einerschild. Das Cockpit wäre auch nicht verkehrt, aber Hauptsache keinen Höhenschaden bekommen. Der Ionenkram kann schießen, hat ja eh bloß den Ionenkram. Wenn wir gleich hacken, wir hacken jetzt, vielleicht lädt er blöd auf, wir machen das jetzt. Ich brauche jetzt keine Erfahrungspunkte hier bei den beiden. Wer ist jetzt unser Waffen-Hans? Emma ist Hans, okay. Ionenkram fliegt, aber beide Waffen weg. Dann gehen wir gleich auf das Cockpit mit der Laserkanone. Dann ist jeder Schuss ein Treffer. Also nächste Salve ist sein Ende. Wenn ich dran denke, wie das vor einem Durchlauf war, zu Beginn mit dem Landungskreuzer, ja ungewohnt. Aber jetzt habe ich mich ganz gut eingeschossen. Das Schiff explodiert und hinterlässt 3x Treibstoff, eine Rakete und 18 Schrott reicht für einen Reaktorausbau. Kein weiterer Laden. So, Klon aus und da 2 Schildpunkte an. Zweimal, damit wir die genug aufhalten, dann darüber oder... Nö, wir können... Na, doch, doch, können wir auch zum Ausgang. Machen wir die 3 und dann hoch. Ab in den Nebel. Keine Schnecko. Ein Piratenschiff kommt kurz nach dir an. Da es anscheinend versucht, deinem Schiff aus dem Weg zu gehen, nimmst du an, dass es sich um einen Schmuggler handelt, der Signalpunkten lieber fernbleibt, den Piraten angreifen. Einer Schild, Teleporter. Mist, Türen verbessern, da war ja was. Als nächstes werden die Türen verbessert. Fährst deine Waffen hoch und näherst dich, um anzugreifen. Eine Bombe haben sie auch. Ich glaube, ich gehe jetzt schon mal runter. Weniger ausweichen können, aber allen voran Waffen weiter aufladen, das ist mir wichtig. Ich muss gleich gucken, wo kommen die an? Türen blinken wo? Bitte da oben. Ja? Ach, da, okay. Dann hilfst du da gleich mit. Bei Emma. Wir werden auf jeden Fall hacken. Oh, ein 3-Schuss. Au. Gut.
Gut, die Laserkanone ist entscheidend. Bevor wir schießen, muss die fertig sein. Deswegen passt das mit dem Hacking noch. Aufs Cockpit, damit jeder Schuss ein Treffer ist. Die haben eh gerade geschossen und wir gehen gleich gleich auf die Waffen. Wir gehen gleich gleich, okay. Sauerstoffschaden und die sind drin. Der eine ist drin, süß. Schnell weg, damit die Waffen wieder voll aufladen, damit sich immer wieder den Waffen konzentrieren kann. Und hoch mit dir. Klonstation muss noch nicht an sein, da noch nicht. Jetzt. Ah, ich habe weggedrückt. Da will jemand raus. Wir gehen auf jeden Fall auf die Bombe, die kommt aber. Oh, wir verfehlen. Wir verfehlen nochmal. Bombe trifft in deinen Raum. Was für ein Held. Will mich auch nicht beschweren. Aufs Cockpit, damit jeder Schuss ein Treffer ist. Und dann geht's wieder auf die Waffen. Zwei Raketen brauchen wir noch nicht. Ein Drohnenteil wäre nicht verkehrt, aber 8 Schrott ist zu wenig. Sie rufen dich. Wir haben gemerkt, dass unser Schiff mit ihrer nicht mithalten kann. Wenn sie uns gehen lassen, würde es sich für sie lohnen. Umgerechnet sind das 20 Schrott, 28 Schrott. Die bitte ignorieren und angreifen. Was habe ich gesagt? 28 Schrott. 8 plus 12 war Raketen, plus 8 wegen einem Drohnenteil. Ja, 28 Schrott. Naja, sterben werden so oder so. Aber timen kann man es besser. Will jemand ins Schildsystem? Na, dann machen wir mal die Tür auf. Und zwar so richtig. Bitteschön. Tür auf. Oh, wir bekommen Williams. Du entdeckst schwache Biosignale hinter einem intakten Teil der Hülle. Das Schiff hatte Gefangene transportiert und der einzige Überlebende möchte sich deiner Crew anschließen. Als erster Schritt seiner Rache. Aber nicht bei uns. Nee, er wurde ja gefangen gehalten. Das stelle ich mir gerade vor, da bricht das Schiff gerade auseinander und er treibt da in seinem Bruchstück im All herum und wir merken das sofort und ziehen ihn an Bord. Cool. Wir haben einen Engi. Geil. Dann gehst du zum Schildsystem, ist sehr wichtig und Früherfahrung da sammeln ist ganz anders als beim letzten Durchlauf. Da haben wir ewig keinen gehabt beim Schildsystem. Ersten Sektor 5, ne? Da habe ich mir, oder 6, da habe ich mir dann Justin gekauft, ja. Irgendwie so. Sektor 5 oder 6, ist ja nicht weiter wichtig. Türen kosten 35. Heilung beim Sprung, ohne Strom reinstecken und alles andere ist sowieso gut. Ein Mantisschiff, das sich im Sturm verirrt hat, ruft dich. Die Sensoren sind aus. Wir haben keine lokale Telemetrie, wir nehmen ihre. Die Energie in ihren Waffensystemen steigt. Ja, kriegt unsere Schilde vielleicht weg, wenn das zwei Schüsse sind. Da kommt jemand drüber? Nee, er wechselt einfach so jemanden rum. Dann müssen wir jetzt gar nicht zwingend hacken, weil die können uns eh nicht kaputt machen, außer die wollen abhauen. Schießt bloß einmal, ja. Also könnt ihr uns keinen Schaden machen. Hätten sie sich mal einen Teleporter gekauft. Dann bekommen wir jetzt schön Schild und Antrieb und Cockpit-Steuerungserfahrung, wenn wir jetzt nicht auf die Waffen gehen. Schildsystem angeschlagen. Wir wollen ein zweites Schiff, System ankratzen, damit die mehr reparieren müssen. Damit die sich beim Reparieren aufteilen müssen. Einer Höllenpunkt. Das Schiff explodiert und hinterlässt zwei Raketen, ein Drohnenteil. Und 12 Schrott reicht noch nicht für die Türen, aber die kriegen wir dann in der nächsten Folge, schätze ich mal. Und bis dahin, macht's gut.
und Georges.